Jetzt ist es passiert. Sergej Sirotkin komplettiert das Williams-Fahrer-Line-Up für die Saison 2018 an der Seite von Lance Stroll. Und wir nehmen das zum Anlass, um ein bisschen über Williams zu diskutieren. Ein Traditionsrennstall, ein mehrfacher Weltmeister-Rennstall, der viel in der Formel 1 erreicht hat in den letzten Jahren, aber ziemlich im Mittelfeld versunken ist und über den wir hier viel gesprochen haben. Stimmt's, Christian? Ja, ich glaube, an der Stelle kann man einen sehr weisen Mann zitieren. Was ist nur mit Williams los? Hast du mal in deiner Kolumne im Printmagazin geschrieben, allerdings schon vor einem kleinen Weilchen. Es war vor ein paar Monaten, als noch nicht klar war, wer für Williams fahren wird dieses Jahr. Und schon da habe ich mich gefragt, die Leute, die da als Kandidaten kolportiert werden, die sind nicht unbedingt das, was man für so einen Traditionsrennstall, wo hier Jacques Villeneuve 1997 zum letzten Mal mit Williams Weltmeister geworden ist, die passen nicht wirklich zu Williams. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal an, was die beiden Fahrer von Williams bieten. Die Fahrer, Sergej Sirotkin und Lance Stroll. Das ist das Duo 2018 bei Williams. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll eigentlich, oder? Das ist richtig. Ich habe jetzt auch überlegt, mit wem wollen wir eigentlich anfangen. Eben habe ich von Jacques Villeneuve gesprochen, der Weltmeister geworden ist mit dem Team. Und wie du sagst, jetzt ja nicht mehr ganz so gern gesehen ist bei Williams nach seinen Aussagen. Tatsächlich hat Jacques Villeneuve bei Williams Hausverbot. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Der letzte Williams-Weltmeister, der letzte Fahrer, der mit Williams richtig was gerissen hat, darf nicht mehr in die Hospitality. Grund dafür sind seine Aussagen über Lance Stroll. Der hat den Kanadier ja in seiner Rookie-Saison relativ hart kritisiert, wie wir es von ihm kennen, wie er es mit jedem anderen Fahrer auch macht. Und dann kam von Williams irgendwann mal der dezente Aufruf an ihn oder der dezente Hinweis, so, Jacques, du bist hier gar nicht mehr erwünscht bei uns. Jetzt ist die Frage, hat der Jacques Villeneuve mit seiner Kritik an Lance Stroll recht? Wir haben das ja schon mal ein bisschen beleuchtet in unserem Fahrer-Ranking zum Ende der letzten Saison und meinen, ja, er hat recht. Also Lance Stroll, die Ergebnisse trügen da ein bisschen. Er war eigentlich wirklich schlechter, als die Tabelle es am Ende gesagt hat, oder? Definitiv so bei Stroll. Er bringt Geld mit, was wichtig für das Team ist, weil vielleicht würde es Williams in dieser Form sonst gar nicht mehr geben oder sie würden noch weiter hinten herumfahren. Aber fahrerisch ist er noch nicht auf Formel 1 Niveau. Vielleicht hätten ihm ein paar Jahre, statt aus der Formel 3 aufzusteigen, in den Nachwuchsklassen GP3, Formel 2, wie sie jetzt dann heißt, irgendwie noch gut getan, um einfach noch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Man merkt schon, wenn man Rennen wie in Abu Dhabi sieht, wo ihm der Ingenieur während des Rennens zigmal erklärt, was er wie machen muss oder wie er was einzustellen hat und nicht bei irgendwelchen hochkomplexen Dingen, wenn mal Earth ausgefallen ist, wie es bei anderen Fahrern der Fall ist, sondern wirklich, wie er die Reifen anfahren muss. Das zeigt einfach, das ist kein Rennfahrer, der zur Spitzenklasse gehört und Formel 1 auf Top-Niveau fahren kann. Auch wie er darauf reagiert oder wie er sich gibt dann am Funk, so ein bisschen der Milliardärsohn, der Verwöhnte, der einfach keine Lust hat, jetzt da mit diesem Auto, das vielleicht nicht so gut funktioniert, rumzufahren. Also so hat den Eindruck, glaube ich, konnte man ganz gut gewinnen. Jetzt mögen vielleicht welche sagen, ja, er ist in seiner ersten Saison gleich auf dem Podium gelandet. Ja, aber was war das für ein Rennen? Daniel Ricciardo, der irgendwann schon ganz hinten war und Valtteri Bottas sind dann noch auf Platz 1 und 2 gelandet und hätte der Massa den Williams heimgetragen, der ja ausgefallen ist durch einen technischen Defekt. Ich glaube, der wäre auch noch von Lance Stroll gelandet. Und insgesamt muss man sagen, Felipe Massa, vielleicht eine ordentliche Benchmark, aber jetzt kein herausragender Fahrer die letzten Jahre, kann man sagen. Kein schlechter, kein herausragender. Und selbst der war regelmäßig schneller als Lance Stroll und vor allem bis zum Ende auch regelmäßig schneller. Das heißt, in Abu Dhabi, wenn wir es uns angeschaut haben, noch deutlich hinter Massa, dass es nicht Formel 1 würdig eigentlich. Nein, in der Form können wir sagen, ihm nicht die Reife geben, Formel 1 zu fahren. Er hat jetzt ein Jahr hinter sich, vielleicht konnte er über den Winter irgendetwas aus den Informationen rausziehen und lernen aus den Daten. Aber ich bezweifle es, dass er dieses Jahr einen so großen Sprung macht, dass man sagen kann, der fährt jetzt regelmäßig in die Punkte, wenn das Auto dazu überhaupt in der Lage ist. Aber kommen wir jetzt zum zweiten Fahrer, der so für viele vielleicht noch ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt ist. Nämlich Sergej Sirotkin, der aber durchaus schon seit vielen Jahren in der Formel 1 vertreten ist im Fahrerlager. Ja, man muss dazu sagen, vielleicht ist sein Name ein bisschen negativ konnotiert aus dieser ganzen Sauber-Geschichte damals, als Sauber so in extremer Geldnot war, irgendjemanden angeschleppt hat, den man damals nicht kannte. Damals war es einfach der Russe, der Geld bringt, der junge Russe, der Geld bringt. Mehr war er früher nicht. Und ich glaube, das hängt ihm immer noch so ein bisschen an. Aber wenn man ihn beobachten konnte in der Formel 2, letzte Saison, vorletzte Saison, ich muss sagen, er ist kein schlechter Fahrer. Also es gibt deutlich schlechtere. Er hat ja auch Rennen gewonnen. Ja, ich erinnere mich auch an Monaco,
ich glaube 2016 war es in der Formel 2, damals noch GP2, richtig gute Performance gezeigt, ist dann halt leider in der Leitplanke gelandet, das Rennen hätte er gewinnen können. Aber er ist besser als sein Ruf, aber ich glaube kein Überflieger. Das auf gar keinen Fall, sonst wäre er jetzt nicht jahrelang irgendwo in der Warteschleife gewesen bei Sauber, bei Renault, überall mal Testfahrer, Entwicklungsfahrer, also Leute, die nie in einem Formel-1-Auto sitzen, in einem echten, sondern höchstens im Simulator irgendwo in der Fabrik ein bisschen Runden drehen, aber niemals wirklich testen dürfen und dadurch natürlich auch nicht so viel weiterkommen. Und wenn er super gewesen wäre, wäre er schon längst in einem Top-Cockpit irgendwo gesessen und hätte Renneinsätze gefahren. Aber ich glaube, er ist vielleicht sogar eine Überraschung wert dieses Jahr, weil Williams, wenn ja Stroll, der ein Jahr Erfahrung hat, als Rookie schlagen würde. Ja, ich glaube, er hat sogar das Zeug dazu, Stroll zu schlagen, weil ich ihn generell ein bisschen stärker einschätze eigentlich als Stroll. Die Frage ist natürlich, wie schaut es dann im Team aus, weil wir wissen alle, dass die Priorität eher auf Lance Stroll liegt da, teamintern, als jetzt auf Sergej Sirotkin. Also heißt jetzt nicht, dass ich glaube, dass da irgendwer manipuliert wird. Das ist natürlich ein völliger Irrsinn, weil ein Team gibt Millionen aus für die Entwicklung, da manipuliert man niemanden. Aber wenn es irgendwie neue Entwicklungsteile gibt oder sonst irgendwas, glaube ich, sind die eher mal am Auto von Lance Stroll zu finden, als am Auto jetzt von Sergej Sirotkin. Neuentwicklung ist ohnehin das Thema. Welcher von den beiden Jungen soll überhaupt großartig Einfluss auf die Entwicklung nehmen? Tatsächlich muss man dazu sagen, auch wenn Sirotkin vielleicht noch nicht so ganz viel Erfahrung hat, er hat, glaube ich, einen Engineering-Abschluss, den er in Russland gemacht hat, wenn ich da recht informiert bin, und hat zumindest ein technisches Verständnis, das er mitbringen kann. Die Erfahrung fehlt natürlich noch. Dann könnte so ein bisschen ein neuer Nico Rosberg werden. Nico Rosberg, der, vielleicht fragt sich der ein oder andere jetzt trotzdem noch, wieso jetzt Sergej Sirotkin den Zuschlag erhalten hat, über Robert Kubica und so weiter, die Daten kennen wir alle nicht ganz genau. Es ist auf jeden Fall so, dass Sergej Sirotkin ein paar Millionen mitbringt, die ihm dabei geholfen haben, sonst hätte es vielleicht noch andere Fahrer gegeben, wie Pascal Wehrlein beispielsweise. Oder man hätte eigentlich auch Felipe Massa behalten können. Er hat ja gesagt, er will eigentlich, er hätte gern weitergemacht auf diesem Niveau, aber bei Williams hat man dann gesagt, nö. Und hinter Sergej Sirotkin steht eben so ein russisches Konglomerat aus Boris Rothenberg und SMP Racing. Das ist so eine russische Nachwuchsschmiede, kann man sagen, von Boris Rothenberg. Und da soll eine niedrige zweistellige Millionensumme nach Grove überwiesen werden. Wen hättest du genommen? Wir wollen jetzt nicht nochmal alles ganz aufwühlen, aber ganz klar, vom Fahrerischen her hätte ich gerne Massa und Wehrlein gesehen als Paarung. Klar sind dann beide jungen Fahrer, die jetzt die Chance haben, weg, aber Massa ist jemand, der dem Team weiterhelfen kann, der eine bekannte Größe ist, der in den letzten zwei Rennen verdammt gut gefahren ist. Wenn er die ganze Saison so gefahren wäre oder nicht auf seinen Abschiedsrennen gepocht hätte, als Williams eine Entscheidung brauchte, dann wäre er vielleicht jetzt sogar noch in dem Cockpit drin. Aber Massa als Messlatte für Wehrlein wäre interessant gewesen. Hättest du jemand anderes genommen? Die Sache ist natürlich, braucht Williams das Geld von Stroll, deswegen ja. Ist man auf der Seite leider gebunden. Das ist natürlich dann die andere Frage, inwieweit hat Papa Stroll die Entscheidung getroffen und nicht vielleicht Williams selbst, denn das ist irgendwie ja, fast ein offenes Geheimnis im Formel-1-Fahrerlager, dass man da auf das im Stroll-Lager bemüht ist, darum den Sohn möglichst gut aussehen zu lassen, und der Sohn sieht eben besser aus, wenn vielleicht ein nicht ganz so starker Fahrer an seiner Seite ist. Was sich dieses Jahr rächen könnte. Genau, das könnte sich rächen. Deswegen bin ich ganz klar der Meinung, wenn man schon einen Lance Stroll drin hat, der keine Bäume ausreißt, dann braucht man einen Fahrer, der zumindest entweder einen absoluten Topfahrer wie ein Alonso oder sowas, den kann ich daneben setzen, der holt mir die sicheren Punkte und alles super, oder ein junges Talent, von dem ich mir extrem viel erhoffe, das explodieren kann. Aber so in der Konstellation, nee, ist nicht. Dann leiten wir doch da gleich mal zum nächsten Thema über. Nämlich, wer fällt die Entscheidungen bei Williams und werden die alle so richtig gemacht? Damit kommen wir auch zur Teamleitung von Williams, der Führung bei diesem Traditionsrennstall von Frank Williams, der leider nicht mehr so viel Einfluss auf das Team hat, aus gesundheitlichen Gründen. Seine Tochter Claire ist offiziell Teamchefin. Allerdings ist sie letztes Jahr Mutter geworden, hatte dadurch auch nicht immer so viel Zeit, sich um alle Entscheidungen zu kümmern. Auf der anderen Seite ist Paddy Lowder, der von Mercedes gekommen ist, dort die Verantwortung trug, vor allem im technischen Bereich. Jetzt hier auch noch ein bisschen mehr Verantwortung bei Williams trug, aber so wirklich weiß man auch nicht genau, was er alles zu entscheiden hatte oder durfte und was nicht.
Was glaubst du, ist da ein Vakuum gewesen? Was ist bei Williams los? Ja, du hast jetzt drei Leute genannt. Du hast Frank Williams, Claire Williams und Paddy Lowe genannt. Wen du nicht genannt hast, ist Lawrence Stroll, der ja eigentlich auch nirgends auftaucht offiziell. Aber ich glaube, ja, es gibt drei Leute, die du genannt hast, wo keiner weiß so ganz genau die Zuständigkeitsbereiche. Aber vielleicht ist dann doch jemand zuständig, der gar nicht genannt wurde, eben Lawrence Stroll. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass Williams finanziell am Tropf von Lawrence Stroll hängt und eben auch von Sohn Lance Stroll dementsprechend. Der hat ja auch, ich erinnere mich dann noch an die ersten Testfahrten im vergangenen Jahr, als der Lance mal das ein oder andere Teil malträtiert hat und den Williams ganz gerne in die spanischen Kiesbetten gesetzt hat. Dann wurden ja Teile eingeflogen aus Grove im Privatjet von Lawrence Stroll. Also ich glaube, es gibt ja einen Spruch, wer zahlt, schafft an. Letztlich wird es bei Williams auch nicht viel anders sein, auch wenn man das von außen gar nicht so mitbekommt. Auf der einen Seite ist das ja auch gut, wenn so jemand da ist, der seine Ressourcen für das Team einsetzt, ob es jetzt für den Sohn ist oder weil er für sein Unternehmen Werbung machen will. Das ist ja eigentlich egal bei anderen Unternehmen. Es geht eigentlich nur darum, jemand ist überhaupt da, der das Geld für die Formel 1 hergibt, damit es Williams weiterhin gibt. Die Frage ist er auch in der Lage, solche Entscheidungen zu treffen? Kann er im Hintergrund einschätzen, auch wenn er ein super erfolgreicher Businessman ist, die Formel 1 funktioniert teilweise doch ein bisschen anders, als es da draußen in der Welt sonst der Fall ist. Ja, und er hat natürlich auch ein ganz klares Eigeninteresse mit seinem Sohn Lance Stroll. Also deswegen glaube ich, sind da objektive Entscheidungen und so weiter jenseits von Gut und Böse. Also sorry, aber das funktioniert nicht. Vor allem ist es ja auch keine nachhaltige Lösung, wenn man sich das anschaut. Lance Stroll irgendwann verglüht auch mal dieser Stern am Formel 1-Himmel. Egal, wie er sich jetzt geben wird, ob er noch eine Leistungsexplosion haben wird oder nicht, langfristig wird er nicht immer für immer in der Formel 1 fahren. Und dann muss sich Williams die Frage stellen, wo kommt dann auf einmal das Geld her? Und, also von dem her, ich glaube, man fährt langfristig mit einer Strategie von Force India besser, die dann doch lieber mal den besseren Fahrer als das zusätzliche Geld genommen haben in der Vergangenheit. Und man sieht es ja jetzt auch ein bisschen. Ja, also Force India ist das perfekte Beispiel. Auch so viel man ja gerne mal über Vijay Malia so ein bisschen lacht oder über seine krassen Frisuren oder wie er auftritt, wenn er denn mal ins Fahrerlager darf, ist er nur noch in Silverstone da, weil er überall anders gejagt wird von den indischen Behörden. Aber er setzt sich ein, er hängt sich vielleicht auch nicht allzu viel rein, weil er nicht mehr da ist. Aber er sagt, wir wollen zwei Fahrer haben, die beide Fahrer dürfen gegeneinander fahren, außer sie heißen Perez und Ocon und fahren sich in die Kiste. Und dann machen sie es trotzdem, auch wenn man es ihnen verbietet. Aber es sind zwei Topfahrer. Auch vorher hatten sie mit Perez und Hülkenberg zwei Topfahrer. Auch davor waren es eigentlich immer zwei gute Fahrer, aufstrebende Fahrer, die dann woanders hingegangen sind und noch mehr Erfolge hatten. Und das haben wir eben beim Fahrerteil ja schon besprochen, ist bei Williams nicht wirklich der Fall. Ob sie dann bezahlt wurden bei Force India, ist wieder was anderes, aber... Das ist grundsätzlich bei Force India der Fall, weil da ist ja jedes Jahr gibt es dieses Ranking, welches Team am schlechtesten Zahlungsmoral hat, da ist Force India immer top, immer aber, nur eins. Aber man muss sagen, wenn wir jetzt bei der Teamführung sind, die haben eine Teamführung, wenn ich da mit den Leuten spreche, da habe ich immer das Gefühl, die Leute verstehen was vom Motorsport. Ja. Das sind, wie wir immer so schön sagen, echte Racer. Und wenn ich mir im Gegenzug dann die Deputy Team Principal bei Williams anhöre und anschaue, Claire Williams, bei der habe ich nicht immer den Eindruck, dass die den kompletten Überblick über die ganze Formel 1 und über das Team hat, um ehrlich zu sein. Hört sich hart an, aber... Ist so, gerade auch bei technischen Geschichten, man muss sich nicht immer überall mit allem auskennen, auch ein Toto Wolff oder früher ein Martin Wittmarsch bei McLaren oder Ron Dennis, die wussten auch nicht alles ins Detail, aber trotzdem hatte man das Einfluss, dass sie auch ein bisschen was dazu sagen konnten, wenn es neue Teile gab. Und wenn du in mancher Runde gesessen hast bei Williams und mit Claire gesprochen hast, hatte ich schon das Gefühl hinterher, sie hat nicht gewusst, wovon du sprichst oder wovon andere sprechen, wenn es um Technik ging. Ja, und also jetzt mal nicht nur auf dieses Technische bezogen, das ja ein ganz großer Teil in der Formel 1 eben ist. Generell kommt mir das bei Claire schon ein bisschen so vor, als wäre die vielleicht nicht die richtige Frau an der Stelle. Das heißt, alle macht Paddy Lowe? Schwierig. Ich meine, das ist letztendlich ein Traditionsrennstall, der familiengeführt ist. Ich meine, der Name kommt nicht von ungefähr Williams. Deswegen, ich glaube, das fällt auch da familienintern nicht so ganz einfach. Jetzt, wo ein Baby da ist, ist es vielleicht eine Chance, kann man sagen. Paddy Lowe war ja, hat man bei Mercedes so mitbekommen, ein bisschen unzufrieden vielleicht mit seiner Stellung im Team. Jetzt wäre vielleicht die Möglichkeit bei Williams da, dass er da ein bisschen mehr Macht kriegt, wenn dann Vakuum entsteht durch Babypause und so weiter. Vielleicht eine Möglichkeit. Wo er dann auch zeigen kann, was er wert ist. Bei McLaren war er ja lange, viele, viele Jahrzehnte bei McLaren gewesen. Und dort auch als technischer Direktor dann zu Mercedes gegangen, hatte entsprechend
mehr Verantwortung für den technischen Part zuständig, während Toto Wolff die Business-Seite übernommen hat. Und jetzt bei Williams weiß man nicht, welche Seite er ausfüllt, aber jetzt könnte es dann endlich soweit sein, dass er in den Vordergrund tritt und die Entscheidungen auch treffen darf. Gut, dann kommen wir doch gleich in den Bereich, in dem sich Paddy Lowe ja heimisch fühlen muss, nämlich der Technik und unserer Prognose für die Saison 2018. Was kann Williams dieses Jahr erreichen? Dafür muss das Auto gut sein. Dass der Motor top ist von Mercedes, davon können wir, denke ich mal, dieses Jahr ausgehen. Sie werden sie nicht zurückentwickelt haben. Sie bekommen nicht den Vorjahresmotor, wie es im letzten Jahr bei Sauber der Fall gewesen ist, für den Ferrari Power Units. Das heißt, es geht jetzt darum, konnte Paddy Lowe das Team im vergangenen Jahr, seit er da ist, seit März neu aufstellen? Ich glaube prinzipiell, Paddy Lowe ist ein sehr fähiger Mann, aber Wunder kann auch er nicht vollbringen in der Formel 1. Die Formel 1 ist seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten nicht mehr eine One-Man-Show auf Technikerseite. Auch Adrian Newey hat die Autos ja bei Red Bull nicht alleine designt. Dazu muss man sagen, dass er davor bei McLaren und bei Mercedes gearbeitet hat, wie du ja schon erwähnt hast. Und da hat man natürlich auch ganz andere Ressourcen. Also es ist, glaube ich, ein ganz anderes Arbeiten. Ob ich jetzt aus den Vollen schöpfen kann, wie bei Mercedes oder bei Williams, dann doch ein bisschen auf den Pfund achten muss. Ja, bei Paddy ist sowieso als Manager mehr die Entscheidung treffen, in die Richtung soll entwickelt werden, das Projekt machen wir, so viele Ressourcen gehen auf diese Sache, das gehen wir an, das machen wir nicht, das lassen wir bleiben, das machen wir nächstes Jahr. Und er wird sicherlich nicht am Zeichenbrett, der Zeichenbrett sowieso nicht à la Adrian Newey stehen, aber auch nicht am Computer die Felgen entwerfen. Und insgesamt, wenn man jetzt mal weggeht von der Person Paddy Lowe rein auf die technische Seite bei Williams, muss man ja schon sagen, dass die ein bisschen Glück hatten in den letzten Jahren. Also als die Power Unit da kam, 2014 waren sie drittbeste Kraft, aber nur weil zwei Jahre in Folge drittbeste Kraft, einmal weil Ferrari versagt hat, einmal weil Red Bull versagt hat. Weil McLaren grundsätzlich versagt hat. Weil sie profitiert haben auch ein bisschen durch das Reglement, weil es ein sehr effizienzgetriebenes Aerodynamik-Reglement war. Ich will nicht sagen, dass es Glück war, das gibt es eigentlich in der Technik nicht, aber man hat schon jetzt gesehen, wenn die anderen ein bisschen Erfahrung haben, jetzt kam auch noch ein Reglementumbruch, der dann auf eine ganz andere Seite ging. Der eigentlich eine Chance gewesen wäre. Aber dann sind sie noch weiter zurückgefallen. Man kann sagen, die ersten drei, die braucht man eigentlich eh nicht beachten. Aber wenn man alles in Relation zu Force India setzt in den letzten Jahren, wurden sie einfach peu à peu schlechter. Dafür sind wir wieder bei unserem Lieblingsduell, das wir in den letzten Jahren in der Redaktion auch immer schön hochgespielt haben. Williams gegen Force India. Ich glaube, das werden wir dieses Jahr oder hoffentlich für Williams sehen. Denn wenn sie von Renault überholt werden, wie es ja jetzt zuletzt der Fall war, dann kann es sogar mit den Punkten ziemlich schlecht aussehen dieses Jahr. Du darfst McLaren nicht vergessen, die ja jetzt auch mal einen wahrscheinlich aller Voraussicht nach annehmbaren Motor haben. Deswegen, ich persönlich tippe ja drauf, Renault ist vorbei. Die haben einfach auch andere Ressourcen. Andere Fahrer, definitiv. Also wenn es am Ende auch noch, wenn es eng werden sollte, die Fahrer werden da auf jeden Fall einen Unterschied machen, ja, zwischen Renault und Williams. McLaren, glaube ich, ist vorbei. Jetzt waren sie auf Konstrukteursrang 5 Williams, dann würde ich mal sagen, sind sie ja bestenfalls noch auf 7. Dann ist die Frage, bei Sauber geht es ordentlich vorwärts aktuell, was wir so für einen Eindruck haben, auch mit dem Hauptsponsor, Fahrer, mit Charles Leclerc haben sie einen sehr, sehr guten, meiner Meinung nach. Das ist ein bisschen Wundertüte, aber ich glaube, Williams ist schon ein bisschen in Gefahr, wieder dahin zu kommen, wo sie ja, 2013, 2012 ja, so rum waren. Als sie ihr letztes Rennen gewonnen haben, was ja auch so ein bisschen bezeichnend ist, das letzte Rennen, der letzte Sieg in Barcelona damals von Pastor Maldonado. Das ist der letzte Williams-Sieger. Ein stolzes Team, aber so weit ist es gekommen. Aber ich denke auch, dass Williams wahrscheinlich eher nach hinten Richtung Sauber und Toro Rosso schauen muss und hoffen, dass man mit Force India mithalten kann. Weil sonst sieht es ein bisschen düster aus dieses Jahr. Ja, mir bleiben immer noch so die Worte von Zac Brown auch im Kopf, der mir im Interview gesagt hat, ja, also McLaren ist ja auch ein eigenes Thema für sich, das würde Spielfilme füllen wahrscheinlich, wenn wir da jetzt drüber reden würden, aber die stehen ja jetzt auch so ein bisschen am Scheideweg, neue Motorenpartner, kein Werksteam und so weiter. Zac Brown hat gesagt, wir dürfen kein Williams werden. Und das ist schon ein Satz, wo ich mir denke, wir dürfen kein Williams werden. Früher war das ein Name in der Formel 1, der hat dir Ehrfurcht eingeflößt und jetzt ist es ein abschreckendes Beispiel. Und jetzt sagt ein Team, dem 3 Jahre lang in Folge die Motoren um die Ohren geflogen sind, wir wollen nicht Williams werden. Das ist schon brutal und das bringt uns wieder zurück zum Anfang, zu dem Zitat aus der Kolumne von diesem Jahr. Was ist bloß mit Williams geworden oder was ist aus Williams geworden? Und das ist nicht so
wahnsinnig toll. Aber jetzt hätte ich gern von dir, du hast diese Frage vor einigen Monaten in den Raum gestellt, jetzt hätte ich von dir gerne eine definitive Antwort darauf. Und wo landen sie? Also was mit Williams los ist, ist leider nicht viel Stroll. Als Antwort. Stroll ist los? Stroll. Ja, da ist einiges lose überall. Wo sie landen, wie gesagt, ich glaube, sie können Toro Rosso und Sauber hinter sich halten, gerade so, aber es wird nicht zu sehr viel mehr reichen. Es wird leider keinen Podestplatz geben, hin und wieder mal ein paar Punkte, mal wenn es Ausfälle oder ein Chaosrennen gibt, ein bisschen nach vorne. So ein bisschen wie McLaren dieses letzte Saison unterwegs war. Leider, so traurig es ist. Was haltet ihr von den Williams-Fahrern? Gelingt dem Team die Rückkehr an die Spitze? Verratet es uns in den Kommentaren. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.